Moin, meine lieben YouTube-Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich habe mal wieder ein Video für euch. Bei dem Video geht es darum, das war damals, sag ich mal, so meine Hure, meine VR6 Turbo-Hure. Da habe ich alle möglichen Umbauten, Verchromung und Tauchverfahren und alles, was ich immer so mir alles angeeignet hat. Das war immer so ein Auto, wo ich alles dran getestet habe. Ich habe den Motor auch mehrere Male platt gefahren. Einfach anhand, weil es nicht funktioniert hat, was ich davor hatte. So, das kommt ja auch mal vor. Es geht ja nicht immer alles glatt. Ne? Ich habe diesen Wagen damals getauscht. Ich habe ja ein Video gemacht über den Caddy 410D TDI. Den habe ich dagegen getauscht damals. An diesem Wagen war aber halt nur laienhaften VR6 Turbo eingebaut, 10%. Also, das hätten die da hinten niemals zu laufen gekriegt, da wo ich den Wagen her habe. Also, ich habe den Wagen gekauft. Und habe mir dann angefangen, Turbomotor zu bauen und verschiedene Updates ausprobiert und verschiedene Sachen hin und her und alles, was damit zugehört. Und ja, ich habe hier ganz, ganz viele Bilder. Da muss ich wahrscheinlich wirklich einen Zweiteiler draus machen, ne? Weil das ist echt viel. Weil da sehen wir jetzt auch gleich mal Motoren und Ketten und was weiß ich nicht alles. Und da will ich ein bisschen mehr zu erzählen, auch für die Leute, die VR6 fahren und mal auf Turbo umbauen wollen. Dass sie da auf so ein paar Randinfos haben und auf dieses Video dann halt auch zurückgreifen können. Also es handelt sich hierbei um einen Golf 3 VR6, wie gesagt, mit einer Vento-Front drinne. Diesmal ein 2,8 Liter mit Verteilerzündung und ein GT35 Turbolader, aber da kommen wir dann später zu. Ich switch mal eben um auf die Geschichte hier. So, 219 Fotos, das wird nämlich mit Sicherheit ein Zweiteiler werden. Also, da sind wir angefangen. Da kann ich ja mal ein bisschen was zu erzählen. Also, das ist der Sechszylinder-Grundmotor. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher, 6 Kolben. Die Kolben sind original. Und die Pleuele sind hier Haarschaftpleuele. Oder von Arias, ich weiß es heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall war eine andere Pleuele drin. Dazu ist der Motor in der Lage, original mit den originalen Kolben mit neuen Ringen, mit dem Kopf und der Verdichtungsreduzierung bis 500 PS standzuhalten. Also, das kriegt man echt standhaft hin. Ne? Wenn du dann nur 450 PS oder 480 PS fährst, dann fährst du richtig gut und dann hält das auch. Ne? Also, da lege ich meine Hand für ins Feuer, das hält. Ne? Wenn du nicht ganz abdrehst. So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel mal am Motor auch dran. Ne? Hier ist ein externer Ölkühler verbaut gewesen. Damit der ganze Öl, was hier drin ist, dann extern über den Fahrtwind noch gekühlt wird. Umso kühler der Motor natürlich, umso mehr Leistung können wir fahren. Und umso besser harmoniert alles. Hier sitzt ganz normal die VR6 Lichtmaschine. Hier sitzt die Wasserpumpe vom VR6. Hier hinten sehen wir die 3 Zoll Abgasanlage, die hier sitzt, mit dem GT35 Turbolader, der auch wieder wassergekühlt ist und auch wieder ölgekühlt. Ein ganz normales, originales VR6 Getriebe, 02A oder auch Bezeichnung CCM, je nachdem. Ich mache mal hier noch ein bisschen weiter. Oder gibt es zum Motor noch irgendwas zu sagen? Ja, guckt, hier zum Beispiel hängen jetzt die Steuerketten raus. Ne? Hier ist das Wasserrohr, wo der ganze Flansch nachher reingehakt wird mit so einer Nut. Das kommt nachher wieder an den Zylinderkopf ran. Hier ist die elektronische Wasserpumpe, die Zusatzpumpe. Hier sitzt die Zündspule und all sowas. Wir machen einfach mal weiter. Die Bilder sind auch, wie gesagt, wieder alle gemischt. So, das war ja so von der Seite. Ich hatte richtig fette Turbolader, damit auch jeder weiß, was hier wirklich Sache ist. Der war auch richtig gut gepflegt, der Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da sehr, sehr viel Liebe reingesteckt, auch zum Detail, und habe den sehr, sehr gut behandelt immer und habe den echt fast jedes zweite Wochenende poliert und habe mich da einfach reingesetzt und habe Musik gehört und habe den Motor angeschmissen, einfach nur, damit mir die Haare zu Berge standen. So, hier unten sieht man noch, Ladeluftkühler guckt so leicht dezent raus. Mit der Vento-Front war ganz schick. Viele mögen das nicht leiden, ich fand das war ganz schick. So, da ist auch der ganze Herz rausgerissen, ne? Also das ist alles wirklich, da haben wir eine, habe ich den Motor zusammengebaut, war gerade fertig, habe mich gefreut, Probefahrt, 10 Minuten später, Motor platt, ne? So, Fehlzündung gehabt, Kopfdichtung weggeflogen, alles dabei gehabt. So, dann habe ich die ganze Scheiße wieder in die Werkstatt reingepackt, habe den ganzen Scheiß wieder von vorne gemacht, Kopfdichtung neu, alles erneuert. Probefahrt gemacht, 20 Minuten, Motor wieder platt. Das Ganze, glaube ich, 3 oder 4 Mal in Folge. Bis ich dann den Fehler irgendwann gefunden habe. Das hat ewig gedauert. Ne, das sind so Kleinigkeiten gewesen, wo ich damals mit Turboladern und Abstimmung und ja, ich wollte zu viel und habe dem Motor zu viel zugemutet und ja. So, das war dann der erste haltbare Umbau, sag ich mal.
Der war irgendwie so um 400 PS. Ne, so einfach mal im Larifari alles eben reingeschmissen. Sieht zwar einigermaßen gut aus, aber am Ende wird es noch richtig krass. Das war nämlich eine 2,2 Bar Abstimmung mit 100 mm Luftmassenmesser. Und das war nämlich das Problem. Dieser Luftmassenmesser hat mir ständig die Kopfdichtung weggehauen. Weil irgendwas mit dem Steuergerät, mit der Ansaugluft und mit der Zündung nicht harmoniert hat. So, nachher habe ich den Luftmassenmesser einfach auf, glaube ich, 80 gemacht. Und glaubt mir, Jungs, das Ding hat euch bei der Beschleunigung die Hose ausgezogen danach. Ich war so erschrocken, wir haben uns beide angeguckt. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt hier los? Auf einmal schießt er los wie eine Rakete. So, das war der von innen. Auch ziemlich kleine Sportlenkrad. Die ganzen Teile waren mitlackiert. War eigentlich ganz schön. VR6 Tacho. Hier ist Ladedruckanzeige, Abgastemperatur. Ne? Sah eigentlich ziemlich schlicht und original von außen aus. Naja, der so hier Polo-Cross-Felgen hat er drauf gehabt. Das war wie gesagt noch der erste Umbau, wo der erstmal haltbar war. Dann haben wir den nachher wieder umgefrickelt auf noch mehr Leistung und immer weiter nach oben und immer weiter nach oben. Ja, bis das Limit dann erreicht war, ne? Und wurde nichts mehr an Leistung ging, weil sonst hätte ich umbauen müssen auf hier Alkohol. Ja, habe ich mich dann davon getrennt. Und der ist auch ziemlich lange damit durch die Gegend geballert. Und ziemlich glücklich. Weil hier sieht man dann noch so selbstgebaute Luftmassen. Ihr glaubt nicht, was ich mir alles gebaut und gefrickelt habe, damit das irgendwie funktioniert, weil ich sage, irgendwie muss das ja gehen. Naja, war der Weg vom Leerlaufsteller war scheiße und ach, da war nur Kacke. Aber daraus kann man ja auch nur lernen, ne? Also wie viel Motoren ich in dieses Fahrzeug reingepflanzt habe und wie viele verschiedene Updates und Turbolader und Steuergeräte. Also da ist ja so ein Riegel am Steuergerät beim VR6. Ne? Der war schon so abgenutzt, hat der fast gar nicht mehr gehalten hat. So viel Steuergeräte habe ich daran gesteckt. Ich habe alles probiert. Ne, der war eigentlich schön schlicht. So, jetzt müsste ja auch noch, guck mal, da sieht man das auch noch, ne? Das habe ich damals auch angefangen, wie ich vorhin schon erzählt habe in anderen Videos, mit diesen Tauchverfahren, mit den ganzen Deckeln. So alles halt ein bisschen edler, ein bisschen schöner. Hier mit Carbonfolie foliert und sowas. Und den verchromten Deckel da, den gab es bei eBay für 50 Euro. Guck mal, der macht doch richtig was aus zu den ganzen Rohren. 50 mm Pop-Off-Ventil. Ne, auch diese Dinger, das habe ich alles halt getaucht. War super einfach. Muss man sich nur mal mit beschäftigen. So, da habe ich die ganze Kacke wieder auseinandergerissen, weil ich da so eine schwule Ansaugbrücke hatte, wo das nach unten ging. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Du kamst da unten nie ran. Du brauchst jetzt einen New Beetle-Gaszug, der ellenlang war. Und mit dieser Drosselklappe hat der nie den Leerlauf richtig gefangen und ist immer an der Ampel ausgegangen. Und ach, ich hatte dann nur Kacke nachher, ne? Ich habe aber alles Mögliche versucht. Und dann habe ich den nachher auch wieder umgebaut. Auf was anderem. Hier sieht man, ja, habe ich das Rohr nachher weggenommen, hab das alles wieder ein bisschen umgefiedelt. Hier waren nachher Rohre zwischen und Luftmassenmesser, überhaupt nichts dran, weil ja nichts funktioniert hat an der Scheiße. Nur das Steuergerät sieht man hier oben, hängt da auch wieder auf halb 10 drinne. Eine ganze Kiste auseinandergerissen. Das sieht aus, als wenn das Ding einen Frontschaden hat, weil ich so abgefuckt war, Jungs. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Aber das war so mein Projekt, wo ich danach konnte ich VR6 Turbo schrauben. Mit allem, was dazugehört. Danach war ich geheilt mit allem und ich kenne jede Kabelfarbe. Ich habe alles ausprobiert. Weil ich hatte ja auch mal keine Ahnung bisher. Da hat mir ja auch keiner beigebracht. Dann musste ich ja auch irgendwie selber lernen. Und wie lernt man selber, wenn man sich totschraubt? Ne? Google und das Auto. So war das. So, und so sieht das natürlich wieder schön aus. Wir haben hier schön Ladeluftkühler vorne drin, fetten Ölkühler. Also von der Basis her, von der Leistung her konnten wir viel empfangen, aber der hat irgendwie, wollte nicht. Ja, das ist die Auspuffanlage, die ich selber gebaut habe. Einfach nur 3 Zoll von vorne bis nach hinten. Ne? Nix, keine Schalldämpfer, gar nichts, der brauchen wir nicht. Da haben wir ja keine Zeit für. Ja, da ist die Auspuffanlage nochmal. Das ist von vorne. Das auch noch, wie gesagt, im Motor sieht man noch alter Umbau. Ich denke mal, im zweiten Teil kommt der neue Umbau vom Motor.
Ja, aber so ist das, ne? Also so bin ich auch angefangen. Ne? Ist auch mal alles kaputt gegangen und ich wusste nicht, was ich da tue. Und aber im Endeffekt ist es nachher richtig schön geworden. Seht ihr? Immer auseinandergefrickelt, immer wieder Motor platt und was weiß ich nicht. So, ich würde sagen, das war erstmal Teil 1. Wie viele Bilder habe ich denn hier? Oh, ich habe da ja noch zig Dinger stehen. Dann muss ich noch einen zweiten Teil machen. Nützt nichts, ne? So, Mädels, dann hier viel Spaß bei Teil 1 und freut euch schon mal auf Teil 2, weil es geht wild weiter. Und hier immer Daumen nach oben, lasst ein Abo da, guckt euch den Scheiß an, den ich fabriziere. Und weiter geht's, würde ich sagen, ne?